Hi Leute, Danny hier. Und zwar heute mit einem neuen Review. Dieses Mal zur Collada-Tastatur von Tesoro. Und die ist ein richtig geiles Teil. Auf jeden Fall was ganz Besonderes vom Design. Alles aus Aluminium, abgesehen jetzt von den Tasten. Die Tastatur ist natürlich mechanisch. Also ich zum Beispiel möchte niemals wieder auf eine mechanische Tastatur verzichten, weil es fürs Gaming einfach besser geeignet ist. Ihr könnt es jetzt auch nochmal hier sehen. Wie die Tasten so ganz langsam reingehen, ist es einfach viel angenehmer und ein besserer Anschlag. Also meiner Meinung nach zum Spielen optimal. Fürs Tippen muss jeder selber wissen, es ist halt ein bisschen lauter als manche andere Tastaturen. Aber da gewöhnt man sich dran. Und wie gesagt, beim Spielen ist es einfach perfekt und ein viel geileres Gefühl. Die Tastatur ist selbstverständlich auch beleuchtet. Ihr habt verschiedene Features, zum Beispiel, dass ihr nur WASD oder halt die ganzen Gaming-Tasten aufleuchten lassen könnt. Finde ich ziemlich cool. Und allgemein auch von der Verarbeitung und so weiter ist die Tastatur einfach nur super. Im Prinzip kann man da gar nichts kritisieren. Es ist ein Wahnsinnsteil. Das Einzige, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt oder ein kleiner Kritikpunkt ist, ist die Handablage unten. Die ist ein bisschen zu klein für mich. Ich brauche da eher was Großes, wo ich meine Hand drauflegen kann. Aber ansonsten gibt es gar keine Kritik von mir. Die Tastatur gibt es auch in schwarz mit blauer Beleuchtung. Die werde ich euch auch mal in die Beschreibung packen. Also ihr habt da zwei Designvarianten. Mit 169 Euro ist der Preis natürlich ganz schön heftig. Aber ganz ehrlich, Leute, die jetzt viel Wert aufs Design legen, die können bedenkenlos zuschlagen oder da ein bisschen sparen, weil dann lohnt es sich wirklich. Wenn ihr jetzt eher so sagt, ja, ich kann auch eine schlichte mechanische Tastatur nehmen, dann könnt ihr natürlich auch darauf verzichten und euch lieber eine günstigere holen. Aber jemand, der viel Wert aufs Design legt und eben was ganz Besonderes möchte, wo jeder Freund gleich sagt, boah, was ist das für ein geiles Teil, dann könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Also bis zum nächsten Review. Haut rein!